Hallo zusammen, Michi ist wieder, Chiller, und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und hier haben wir Herausforderungsrennen der verbotenen Insel. Und da müssen wir jetzt insgesamt 6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsrennen fliegen. Und diese natürlich alle hier auf der verbotenen Insel. Den ersten Spot haben wir jetzt gleich schon da. Und da bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 31, 65 auf der verbotenen Insel. Und da fangen wir jetzt an mit dem ersten Vorwärts-Herausforderungsrennen. So, Try Nummer 7. Einmal nach unten. Dann schauen wir nach oben und gleich wieder runter. Das machen wir jetzt hier auch. Schöner Delfinflug. Dann um die Ecke rumzirkeln. Und hier dann nach oben. Ich könnte es da wahrscheinlich nochmal machen. Okay, hier einmal nach oben. Da nochmal. Uiuiuiui. Da nochmal. Oh, da gab es ein bisschen Ehre. Hier können wir auch nochmal nach oben. Puh, da habe ich fast wieder die Kugel erwischt. Hier machen wir es nochmal. Diesmal nehmen wir die Kugel noch nicht mehr mit und speeden nochmal rein. Und diesmal haben wir natürlich Gold. Uff, ich sag's euch. Das waren jetzt doch ein paar Runs, obwohl das jetzt eigentlich nicht schwierig ist. Gut, dann next. Try Nummer 25. So, einmal nach oben und ein zweites Mal nach oben. Ja, ich muss schräg hoch. Wenn ich gerade hochgehe, dann ist kacke. Schräg hoch ist the way to go. Habe ich es, glaube ich, halb rausgefunden. So, hier nochmal hoch. Da nochmal hoch. Da ziehe ich jetzt mal so einen Speed. Dann ziehen wir hier nochmal. Gut, da machen wir jetzt den Schub an. Dann machen wir jetzt hier nochmal Delfin, Delfin-Technik. Nochmal reingedelfint. Nochmal. Ja, okay, das war's. Also am Anfang nicht gerade hoch, sondern schräg hoch. Und unten ein paar Mal mehr reindelfin. Das hat's gereicht. Buh, das waren jetzt echt viele Tries. Aber gut, haben wir's geschafft. Und dann können wir weiter zum nächsten. Gut, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar einmal auf den Koordinaten 49, 60. Und hier, machen wir jetzt erstmal wieder das Vorwärtsrennen, hätte ich gesagt. Try Nummer 4. Also, einmal gerade ausschießen. Nach unten. Und dann gehen wir hier nach oben. Dann gehen wir da nochmal hoch. Hier nochmal hoch. Boy. Okay, das war jetzt alles nicht so ganz gut. Hier nochmal einmal hoch. Dann sparen wir ein bisschen Elan und nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Oh scheiße, ich habe keinen Elan mehr. Okay, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen sparen. Dann geht's nach unten. Und nochmal nach unten. Okay, sehr schön. Können wir jetzt dann gleich wieder ein bisschen rauspulvern, oder? Hätte ich gesagt. Kacke, da war ein bisschen zu hoch. Oh, Dreck. Ah, weiß ich nicht. Und? Ah, okay. Sehr schön. Das war jetzt der erste Versuch, wo ich einmal komplett rumgekommen bin. Sonst bin ich immer irgendwo hängen geblieben. Der Timer ist relativ großzügig, muss ich sagen. Also, wenn ihr ankommt, dann solltet ihr das eigentlich schaffen. Ich habe es jetzt auch nicht gut geflogen. Dann machen wir den Rückwärtsmodus. Und schauen mal. Erster Try. Also einmal nach oben. Dann speeden wir nach vorne. Einmal nach oben. Und nochmal. Und nochmal hoch. Nochmal, jetzt können wir hier wieder ein bisschen runtersausen. Okay, da verliere ich richtig Speed, ne? Na komm, gehen wir nochmal nach oben. Uh,
Also komm hoch. Machen wir hier nochmal, dass wir ein bisschen Speed aufbauen. Und nochmal nach oben. Nochmal. Und nochmal. Schauen wir mal, ob das reicht. Das war aber knapp, ne? Aber ich habe 2 LAN am Ende über gehabt, also es war nicht optimal geflogen. Aber gut. Das war schon Goldzeit, oder? Dass ich mir jetzt nicht verguckt habe. Ja, müsste es gewesen sein. Okay, dann gucken wir weiter. Sudala, wir sind am nächsten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 40, 14. Und dort würde ich sagen, fangen wir mit dem Vorwärtsrennen jetzt wieder an. Gut, erster Try. Jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, ich gehe nach oben. Jetzt sind wir jetzt schon wieder ein bisschen gehangen. Und dann machen wir nochmal hier ein bisschen Delfintechnik. Nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Weiß ich nicht, jetzt werden wir halt arg slow, ne? Okay, da können wir dann gleich wieder ordentlich hochspeeden. Da auch. Wie kommt denn da noch? Ach, das war's dann. Ja gut, da haben wir jetzt richtig viel Elan liegen lassen. Aber ist noch... Also da hätte man wesentlich mehr Elan reinspeeden können. Da habe ich jetzt einiges liegen lassen, aber first try easy nehme ich. So, Try Nummer 4. Einmal vor, dann nach oben. Dann nochmal nach oben. Und nochmal. So, dann sparen wir wieder ein bisschen Elan zusammen, indem wir hier runterflitzen. Und hier nach oben. Und da auch wieder nach oben. Dann hier nach unten. Dann hauen wir einmal einen Schub rein. Dann gehen wir mit dem Delfin-Modus. Shit, da wäre ich fast nicht mehr rumgekommen. Dann nochmal Delfin-Modus. Und hier auch noch. Dann machen wir normalen Speed rein. Und nochmal. Und nochmal. Hätte ich eigentlich auch durch die Orb durch können, aber gut. Ja, war knapp. 0,2 irgendwas drunter, aber in Time. Und dann können wir weiter. Also sind wir jetzt am nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 63, 51. Und da fangen wir jetzt wieder mit dem Vorwärtsrennen an. So, Dola, Try Nummer 5. Also wir müssen gucken, dass wir gleich loskommen und dann einmal speeden. Hier machen wir den Delfin-Modus an. Einmal ein Speed rein. Hier mal nochmal. Dann geht's nach unten. Können wir hier den Delfin-Modus aktivieren. Für ein bisschen Sonderspeed. Hier machen wir es dann auch nochmal. Und da können wir es auch nochmal ziehen. So, dann geht es einmal runter. Und nach oben. Nochmal nach oben. Da mache ich jetzt mal nach vorne speeden. Hier auch nochmal. Da auch noch. Ah, da hätten wir eigentlich nach oben können. Aber gut, okay, jetzt schauen wir mal. Ja, es hat gereicht. War nicht schön, aber na, obwohl, fast 3 Sekunden drunter. Wunderbar. Und dann machen wir den Rückwärtsflug noch. Try Nummer 10. Also einmal nach vorne. Dann tauchen wir mit dem Delfin vorne raus. Einmal in Speed rein. Dann delfinen wir hier nochmal. Ganz knapp am Boden vorbei. Gut, dann bauen wir jetzt ein bisschen Elan auf, indem wir runtertauchen. Dann delfinen wir hier nochmal. Hier würde ich es jetzt auch fast nochmal machen, sonst wäre ich da zu langsam. Machen wir es hier nochmal. Hier unten setze ich jetzt mal nur den Vorwärtsspeed ein. Sonst komme ich da nicht vernünftig rum.
Hier gehen wir einmal hoch. Dann mache ich jetzt den Vorwärtsschub. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen Delfin-Modus rein. Und dann reicht's zum Glück. Uff. Ja, jetzt waren wir eine Sekunde Punkt 3 drunter in etwa. Wunderbar. Haben wir das auch weg? Dann können wir zum nächsten. Gut, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 76, 65. Und dort legen wir jetzt auch mal los mit dem Vorwärts-Herausforderungsrennen. Juti, erster Try. Lass mal hoffen, dass es ein Easy-Ding ist. Ich will hier langsam fertig werden. Also, irgendwie, okay, der Drache reagiert schon wieder nett. Einmal nach unten. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Delfin-Move. Hier vielleicht nochmal, oder? Ja, das geht. Da können wir es, denke ich, mal auch... da war ein bisschen... Au, kacke, da muss man eng rum. Einmal runter. Dann können wir hier ein bisschen rein delfinen. Da müssen wir eng rum. Hier geht's bestimmt auch. Naja, da können wir es auch nochmal machen. Da können wir es auch machen. Da können wir es auch machen. Dann komm nochmal. Und rein da in die Nummer. Und, ja, über 4 Sekunden drunter. First try, easy going. Und rückwärts das Ding. So, try Nummer 3. Die anderen beiden verliefen leider im Boden. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir nirgends hängen bleiben. So, jetzt tun wir erstmal ein bisschen was aufladen. Dann delfinen wir hier rein. Hier auch nochmal. Hier können wir es auch nochmal machen. Und nochmal. So, hier knapp nochmal rum. Jetzt mache ich lieber den Vorwärtsspeed, weil hier bin ich vorhin hängen geblieben. Oh, da müssen wir knapp um die Ecke rum. Delfinen wir nochmal so ein bisschen. Oh, ich dachte, ich krieg die Kugel erwischt, ne? Okay, und... Oh, kacke. Bin ich da jetzt oben hängen geblieben? Aber es hat gepasst, oder? Goldzeit ist einmal eingetütet. Wunderbar. Dann können wir weiter zum letzten. Gut, dann sind wir beim letzten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 63, 84. Und da tigern wir wieder los im Vorwärts-Herausforderungsmodus. Gut, erster Try. Geht's gleich mal steil nach oben. Also einmal nach oben, dann nach vorne speeden. Dann gehen wir hier nach oben. Bisschen Delfinen. Und hier auch nochmal. Und hier würde ich sagen auch nochmal. Oh, das war jetzt aber kein guter Delfin. Ich habe keine Laden mehr. Scheiße, ich habe es ein bisschen verkackt. Okay, jetzt laden wir erstmal ein bisschen Elan auf. Kleine Passage nach unten. Vielleicht ist es ja ein einfaches Rennen, ne? Und ich habe... und der Timer ist quasi gnädig mit mir. Ich habe jetzt relativ gut was an Elan aufgeladen. Oh, ich habe noch richtig viel über, das war jetzt nicht so gut. Hat es trotzdem gereicht? Hm, ja, um eine Sekunde waren wir schneller, wunderbar. Gut, dann machen wir jetzt noch den Rückwärtsmodus. So, dala, Try Nummer 12. Also wir gehen einmal nach oben, gehen in das Ding rein, gleich wieder nach oben und nach unten für den Delfin Speed. Gleiten ein bisschen. Dann hier ordentlich nach oben. Dann hier ebenfalls ordentlich nach oben. Hier nach oben. Jetzt eigentlich relativ schön durchgezirkelt. Oh, jetzt dachte ich fast, ich kriege ihn nicht mehr.
Ich hab's im Gefühl, das ist er. Wenn wir jetzt nichts mehr verkacken, dann müsste es das eigentlich reichen. Yes. Der war jetzt echt schön. Ich konnte die ganze Zeit mit dem Delfin-Speed quasi durchballern, ne? Immer hoch und dann gleich wieder Schnauze runter. Nice. Also, dann haben wir jetzt auch den letzten fertig in Gold und damit dementsprechend alle hier an der verbotenen Insel. Und ja, dann fehlt mir jetzt persönlich nur noch das letzte in der Zaralek-Höhle. Und dann wären wir wieder durch mit den ganzen Rennen, bis auf die östlichen Königreiche. Ne? Da ist natürlich dann auch noch was geboten. Aber gut, dann ja, sind wir fertig mit einem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.